Was geht ab, liebe Leute? Silvester steht vor der Tür und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal den Anlass und machen heute mal den großen Jahresrückblick. Was ist Geiles passiert hier auf YouTube? Was haben wir erlebt? Es war ein langes Jahr, vieles entstanden, viele geile Bilder, viele Emotionen, sehr viel Spaß auch, das muss man echt sagen. Und ja, ich wollte euch einfach mal ein bisschen durch mein Jahr führen, die Geschichte erzählen. Angefangen hat ja alles im Januar, da habe ich das allererste Video gemacht. Wie ist das entstanden? Das war folgendermaßen: Ich war im Thailand-Urlaub, lag in der Sonne, habe ein bisschen darüber philosophiert, was soll in diesem Jahr so geschehen, was soll kommen, und habe dann mit einem Freund geschrieben. Ich glaube, ich erwähne ihn jetzt einfach mal, der Jörg Rode, der ist Schauspieler bei Alles, was zählt. Und er hat so gemeint, er hätte ja richtig Bock, mal Auto zu fahren oder Rennauto zu fahren. Und ich habe so gemeint, hey, ich hätte mal richtig Bock, irgendwie so ein bisschen was Richtung Fernsehen zu machen. Und er sagt dann zu mir so: Hey, mach doch einfach mal YouTube, schau dir das doch mal an. Ich habe mir so ein paar Links geschickt, und ich habe mir das dann reingezogen. War zu dem Zeitpunkt 0,0 in diesem Thema YouTube drin, habe mich da nicht wirklich ausgekannt. Und dachte mir, hey, ganz ehrlich, gar keine schlechte Idee. Probieren kann man es mal, man kann nicht viel verlieren, das hat er auch zu mir gesagt. Also, was habe ich gemacht? Es ging von Thailand direkt weiter nach Dubai, dort war es 24-Stunden-Rennen. Und am Flughafen habe ich mir dann gedacht, komm, ich kaufe mir jetzt eine Kamera. Meine ursprünglich allererste Kamera war die Canon G1X. Die habe ich damals auf dem Weg zum 24-Stunden-Dubai-Rennen am Flughafen gekauft. Wollte mir eigentlich die G7X kaufen. Also wenn ihr eine kompakte kleine Kamera wollt, kauft euch die G7X. Ich habe das falsch gemacht, die gab es nämlich nicht am Flughafen, dachte mir, komm, dann nimmst du halt irgendwie eine andere. Der Verkäufer hat mir irgendwas aufgeschwätzt, von wegen, das sei das fast gleiche Modell und Nachfolger. Hab die falsche Kamera gekauft und bin dann in Dubai angekommen, voller Euphorie, und musste feststellen, fuck, das ist ganz schön schwer. Hallo ihr Lieben, ich bin beim 24-Stunden-Dubai-Rennen, mein erstes GT3-Rennen und mein erstes Mal überhaupt im Audi A8 LMS. Ich bin da in Dubai rumgelaufen mit dieser Kamera und habe gemerkt, ich kann gar nicht mehr so richtig ich selbst sein vor der Kamera. Hier hinter mir seht ihr unsere ultra luxuriöse Behausung. Schau mal rein, dass ihr mal wisst, wie gut es einem Rennfahrer wirklich geht beim 24-Stunden-Rennen. Also man ist dann als Rennfahrer total steif, weil man das einfach über die Jahre gelernt hat, so zu sein. Und es war echt, ich war nicht ich selbst. Ich war nicht ich selbst vor der Kamera und habe dann trotzdem natürlich das erste Video gemacht. Das natürlich kein Highlight war, da ich auch vom Schnitt keine Ahnung hatte. Aber natürlich war das der Start dieser Reise und deswegen jetzt mal ein paar nice Ausschnitte vom Dubai-Video. Wie ihr also sehen könnt, das war alles noch relativ amateurhaft, aber das war der Anfang des YouTube-Jahres für mich im Prinzip. So, dann ging es natürlich weiter. Ich kam nach Hause voller Euphorie, hatte meine ersten Klicks, meine ersten Kommentare. Es war natürlich recht bescheiden. Ich habe, glaube ich, mit irgendwie 300 Abonnenten gestartet, die ich so hatte, weil der Account einfach existiert hat. Und musste dann relativ schnell feststellen, verdammt, ich muss mir echt Gedanken machen, was machen wir denn als nächstes? Weil irgendwie nur jeden Monat mal ein Video ist ja irgendwie auch nicht das Wahre. Und habe dann ein bisschen angefangen rum zu experimentieren, habe mit Bentley ein bisschen was gefilmt, mit dem Continental GT3, mit dem Rennauto, einfach mit ein bisschen versucht, Inhalt zu finden, und habe dann das allererste Mal von uns ein Auto genommen, den RS3, und habe den genommen und ein bisschen gezeigt. Das war ein 5-Minuten-Clip, das war wirklich auch nichts Besonderes. Aber es war so ein bisschen der Startschuss und es war auch zu dem Zeitpunkt das mit Abstand am besten geklickte Video. Das ging sehr, sehr gut für die damaligen Verhältnisse. Ich war ja nichts gewöhnt. Also das war für mich so ein erstes kleines Erfolgserlebnis und ist auch heute noch mein meistgeklicktes Video mit 130.000 Aufrufen. Ist natürlich eins der ältesten. Und RS3 ist eben auch ein Thema, was die Leute interessiert. Servus Leute, in letzter Zeit habe ich ja relativ viel über Bentleys gezeigt, aber abschied natürlich vor allem für Audi. Und heute zeige ich euch das erste Modell davon, unseren Up RS3 450 Individual. Richtig geile Kiste, schauen wir sie uns an. Ja, der Fünfzylinder hat zum einen natürlich so einen ganz speziellen Klang, den hört man schon auf viele hundert Meter, kann man das schon erkennen.
So, von da aus ging es dann weiter. Ich habe mir zusätzlich noch so eine kleine Selfie-Cam gekauft. Dann zeige ich euch mal, was ich hatte. An das hier. Das ist das Ding, mit dem ich ganz am Anfang für euch Videos gemacht habe, nämlich Canon Legra Mini X. Diese Kamera ist für eins gut. Natürlich, um sich selber zu filmen, weil man sich selber sieht. Und zum einen, weil der Sound megamäßig gut ist. Ein geiles Mikrofon, das ist echt top. Aber mir ist das zu fischeimäßig. Wenn man das so hinhebt, die Qualität ist nicht so optimal, die Nase wird groß, schaut alles so ein bisschen schwammig aus. Um mir ein bisschen Gedanken gemacht zum Schneiden und einfach versucht, mich ein bisschen zumindest reinzulernen und habe dann immer auf den Rennen die Kamera dabei gehabt. Da war, glaube ich, das erste Rennen war in Long Beach. So Leute, wir sind jetzt hier am Redondo Beach und gehen jetzt mit Jerome D'Ambrosio. Mit Jerome D'Ambrosio. Dem alten Stricher. bei der Formel E, als ich das Ding dabei hatte und habe angefangen, ein bisschen die Motorsportthemen zu zeigen. Also dieses ganze Renngeschehen bei der Formel E, beim GT Masters, bin da rumgesprungen auf dem Grid und ich sag euch eins, ich kam mir am Anfang vor wie ein Idiot. So Leute, Rennen 1 geht jetzt los. Gute News, unsere Jungs stehen in der ersten Startreihe. Nico Müller und Edo Mortara, zwei junge, wilde, stehen ganz vorne. Wirklich wie ein Vollidiot, weil du stehst da auf dem Grid und hast auf einmal die Kamera und die Leute gucken dich natürlich an, weil du bist ja kein Kameramann, du bist eigentlich Rennfahrer und auf einmal machst du beides. Und es war sehr strange, wurde aber eigentlich ganz lustig aufgenommen. Also irgendwie, da war kein Hate oder so, die Leute fanden es witzig. You're live on YouTube. Daniel App YouTube Channel. Poll setter. Like, comment, poll share. He's straight out of LA. And subscribe. I think Lucas just told us what he thought about my racing car. This is. He showed me I was number one. Exactly. Geile Lache, ey. Es war sehr lustig und es war eigentlich der Start einer Dynamik, die da reinkam, dass die Leute das gut fanden, dieses ganze Behind-the-Scenes an der Rennstrecke, weil es einfach was ist, was man, glaube ich, so noch nicht so oft gesehen hat, weil einfach die Rennfahrer nicht viel von sich zeigen und alles sehr brav ist. Und ich dachte, man muss einfach mal wirklich zeigen, wie es ist, wie wir auch drauf sind, wie wir Rennfahrer aus sind. Wir sind ja Menschen wie du und ich, wir sind einfach lustige Typen, wir machen abseits der Strecke auch Faxen. It's so bad, I'm like, I don't even know what to say. What? No, that sounds even more. Das ist die Besonderheit beim Rallycross, das habe ich auch schon kennengelernt. Wann immer ich hier bin und diese Autos anschaue, sind die am Arsch. Weil die fahren immer ein Rennen und dann ist alles Schrott. Die machen einfach nur Rambazamba, oder? Ja, Rambazamba. Wie ist das mit der Versicherung so? Wie läuft das? Da gibt es keine Versicherung. Alles ist Schrott und machen sie ja noch hin. Das ist mir schon fast klar. Ey. Oh Mann. Machen uns lustig, sind mal sauer, mal wütend, mal lustig drauf. Also es war sehr cool und es hat mir Spaß gemacht und das Feedback von euch hat mich dann auch wirklich motiviert, weil da sehr viel rüberkam und ich dementsprechend recht happy war. So, und dann bin ich also an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, das mit dem YouTube, das ist was für mich, das macht mir Spaß, das macht euch Spaß, das entwickelt sich, da sehe ich Potenzial darin. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich jetzt den Next Step machen, wie kann ich besser werden, wie kann das ganze Thema noch geiler werden einfach. Und da war mir klar, verdammt, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ich brauche jemanden, der auch mal mich filmen kann, weil einfach viele Themen für mich zum Teil schwer sind und ich es auch nicht so geil finde, immer nur in der Selfie-Perspektive zu filmen. Und gleichzeitig einfach auch im Schnitt. Klar, ich kann einigermaßen schneiden, aber zwischen einigermaßen schneiden und geil schneiden, da ist nochmal eine große Welt dazwischen. Und dann, wie es der Zufall so will, habe ich gesagt, ich suche jemanden und dann kam der Victor ins Spiel. Guten Tag, wo kommst du denn her? Ja, ich bin einfach hier so aufgetaucht. Ja? Ich habe mir gedacht, ich tauche einfach mal auf. Hallo Victor. Der sitzt gerade hier hinten und checkt, dass alles gut ausschaut. Der Victor kam ins Spiel und wir haben gesagt, komm, wir haben telefoniert und haben einfach ein bisschen geschrieben und ich habe gesagt, komm, ich habe da meinen TTS, lass uns doch mal zu dem Auto ein Video machen, lass uns mal anschauen, ob das funktioniert, wenn wir da zusammenarbeiten, auch für mich zu sehen, was kommt dabei raus, checken wir das einfach mal. Also haben wir uns getroffen, sind in ein Parkhaus gefahren, haben das abgefilmt. Es war richtig kalt, es war ein mieser Tag. Was geht ab, liebe Leute, heute ist tiefster Aprilwinter hier in Kempten, aber ich habe euch versprochen, ein Video von meinem Audi TTS zu machen und dementsprechend machen wir das heute auch. So war's. Der Victor musste liefern und er hat geliefert.
Und ja, das Video hat mir sehr gut gefallen. Die Zusammenarbeit hat auch gepasst. Weil es ist ja nicht nur wichtig, dass man sagt, oh komm, wir filmen zusammen. Weil wenn man das macht, dann verbringt man zwangsläufig sehr viel Zeit miteinander. Was ist das für ein Auto? Das geht euch gar nichts an. Was ist das für ein Auto? Das geht euch gar nichts an. Alter, das sieht aus wie so ein Sportwagen von Audi. Und wenn man sich da nicht versteht oder nicht auskommt oder nicht auch mal das ertragen kann. Wir müssen leider das Fahrexperiment abbrechen. Längere Zeit miteinander abzuhängen, dann funktioniert das nicht. Und dann merkt man das, glaube ich, auch in den Videos. Und der Victor ist schon jemand, der mich immer anstachelt, auch ein bisschen. Also er ist sehr crazy. Und er stachelt mich eigentlich dazu an, auch crazy zu sein. Baumstamm-Time. Oder mehr ich selbst zu sein und gibt eigentlich auch immer so ein bisschen das Feeling mit rein, dass ich auch einfach locker drauf bin. Da achtet er sehr gut drauf und... Yeah, 50 in the club. Aber erst müsste man mich porträtieren. Damit ich gut rauskomme. Weil wenn ihr schafft, Victor so zu porträtieren, dass er ausschaut wie Cristiano Ronaldo, dann... Findest du Cristiano Ronaldo hübsch? Nein. Ja. Wieso sagst du Cristiano Ronaldo? Schau aus wie Ribéry, Alter. Ja? Das war dann echt nochmal so ein Sprung, den wir gemacht haben. Das TTS-Video ist das zweitmeist geklickte Video aus diesem Jahr mit irgendwie 111.000 Views. Also auch das ging sehr, sehr gut. Und da habe ich gemerkt, okay, das macht Sinn. Lass uns das machen. Also kam der Victor an Bord und die Reise ging weiter. Dann war das aber auch gleichzeitig zu einer Zeit, wo sehr viel Motorsport war. Also fast jedes Wochenende war Motorsport. Und am Anfang haben wir noch gesagt, Victor muss jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie mitreisen, weil das ja auch immer viel Geld kostet. Und wir wollten uns erstmal ein bisschen kennenlernen und warm werden auch. Und also bin ich auf die Rennen gefahren und habe immer noch auch selber sehr viel gefilmt. Wir hatten mega viel Spaß, haben viel Blödsinn auch gemacht. Kevin Volland war da. Er ist auch schon mal Rallycross gefahren. Digga, wie war's? War überragend. Besser als Rallycross auf jeden Fall. Ein sehr guter Kumpel war am Start und wir sind Taxi mitgefahren und wir haben einfach viel gelacht und einfach diesen Spaß und das Lachen versucht, durch die Kamera zu euch zu transportieren und ihr habt uns das eigentlich belohnt mit sehr viel positivem Feedback, auch in der Rennstrecke. Also das war auch so, dass ich sagen muss, ich fand es sehr beeindruckend, was sich da getan hat. Also wie die Leute oder wie ihr an der Rennstrecke zu mir herkamt und wirklich mich aktiv immer auf diese Videos angesprochen hat. Und das hat mir echt nochmal so ein Bewusstsein klar gemacht, verdammt, das macht das weiter, Daniel. Weil den Leuten gefällt es, die sprechen dich drauf an. Das ist sehr, sehr geil und das hat mich motiviert, weiterzumachen. Dann kam für mich Mitte des Jahres ein Punkt, ich würde fast sagen, war mit das Highlight meines Jahres. Es war Formel E in Berlin. Was geht ab, liebe Leute? Heute ist es soweit, der Tag der Tage. Ich darf mein Formel E-Auto hier durch Berlin fahren, zusammen mit der Polizei, die mich eskortieren. Ihr seht schon, ist schon richtig was los. Das war das Heimrennen, Formel E. Ihr wisst es, ich liebe Formel E. Ich mache das mega gerne. Und ich war zu Hause, fast zu Hause, Berlin ist 600 Kilometer entfernt. Aber es war ein Heimrennen. Und es war für mich so wichtig, dass dieses Heimrennen gut wird. Da war im Vorfeld so ein Hype so um dieses Thema. Es waren so viele Leute, die sich angekündigt hat. Jeder aus meinem Umkreis war vor Ort oder aus meinem Umfeld war vor Ort. Und ich wusste, shit, jetzt muss ich abliefern. Und der Druck war wirklich enorm, enorm groß. Und ich durfte dann im Vorfeld des Rennwochenendes mit meinem Formel E-Auto durch Berlin fahren. Und das ist etwas, ich werde das nie vergessen. Das war für mich so emotional und was so Geiles. Ich kann es fast nicht in Worte packen, deswegen hier mal kurz ein paar Ausschnitte aus Berlin. Das ist geil, oder? Habt ihr das gesehen? Das war für mich mit das Geilste, was ich erleben durfte. Und die Krönung war dann, dass ja nicht nur das ein Highlight war, sondern ich war so gut drauf, ich hatte so gute Laune und dann kam dieses Rennen. Und der Druck, der war wirklich riesig. Und ich bin dann im Qualifying Dritter gewesen,
Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt in dem Jahr oder in der Saison mein bestes Qualifying-Ergebnis. Und im Rennen ging es dann sogar noch einen Platz nach vorne und ich bin Zweiter geworden, was mein bestes Formel-E-Ergebnis bis zu dem Zeitpunkt war. Und das vor heimischer Kulisse auf diesem Podium, das sowieso so geil ist bei der Formel E. Ich kriege jetzt gerade, ich könnte es nicht sehen, aber ich kriege gerade Gänsehaut. Es ist echt was, das hat mir so viel bedeutet und dieser Pokal und dieser Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben und ich bin auch echt froh, dass wir das alles auch auf Video haben, weil das einfach mega war. So Leute, hat eigentlich überhaupt nichts mit meiner Fahrt durch Berlin zu tun, aber natürlich hatten wir auch noch das Rennen und es war der absolute Oberburner und ich wollte einfach mal die Chance noch nutzen, euch allen Danke zu sagen. Wir haben es heute geschafft, als deutscher Fahrer aufs Podium zu fahren, zweiter Platz. Was ein unvergesslicher, mega geiler Tag. Es war der absolute Hammer. Die Atmosphäre hier unglaublich. Jeder hat uns angefeuert. Alle waren da, Partner, Freunde, Familie. Jeder hat einfach nur uns mitgefiebert. Und jetzt Zweiter zu werden, mein bestes Ergebnis ever in der Formel E, ist so geil, Leute. Ich bin so, so glücklich. Im Moment läuft, würde ich sagen. Läuft, ne? Auch an euch. Yeah! Ja, bei den Vlog-Bros. No! Er hat richtig gerockt, die Scheiße. Ah, jetzt eskalier mal richtig. Wir gehen jetzt richtig geil feiern. Richtig geil feiern. Danke an euch, Leute. Danke an euch. Ihr seht, wie es hier abgeht. Wir gehen jetzt noch schön in den Vlog. Mega. Marc, was hat er denn geplant? Dann kurz nach Berlin habe ich mir gedacht, zeige ich euch auch mal einen Teil von mir oder Teil vom Motorsport, nämlich meinen Simulator. Ich habe zu Hause einen Simulator und habe eigentlich aus Langeweile heraus gedacht, komm, ich probiere es mal, ich zeige den mal. Und das Video hat auch sehr viele Aufrufe bekommen und wurde gut geklickt und wurde auch gut angenommen. Und dann kamen die ersten und gesagt, hey, fahr doch mal, zeig das doch mal. Dann habe ich mal ein paar Videos gemacht, wie ich fahre, das gezeigt, weil einfach auch, ganz ehrlich, Gaming ist halt einfach ein großes Thema auf YouTube. Für mich ist das Simulatorfahren, ich würde mal sagen, ist was Normales, ist nichts Besonderes, weil ich das halt einfach sehr viel schon gemacht habe und sehr viel kenne. Aber ihr fandet das recht interessant und findet so Simulatoren ganz cool, deswegen haben wir das auch ein bisschen versucht mit einzubauen, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, es ist für mich jetzt nicht das leidenschaftlichste Thema. Also mir macht es mehr Spaß, andere Dinge zu machen, wo man halt einfach mehr zeigt, sich mehr bewegt, wo man nicht nur in einem Sitz hockt und spielt sozusagen. Also dieses Gaming-Thema ist für mich, für die Zukunft jetzt wahrscheinlich nicht meine Priorität, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kam auch ein sehr trauriger Moment für mich. Er ist weg, Leute. Er ist weg. Weil mein geliebtes Auto, der TTS, verkauft wurde. Das war immer der Plan, den eigentlich nicht ewig zu fahren, weil ich ja wusste, der TTS kommt, aber ich war trotzdem ein bisschen traurig, wie ihr sehen könnt. Der wunderschöne TTS ist verkauft. Er ist verkauft an einen raus in die Welt, an einen neuen Besitzer, mein Baby. Und danach ging es dann weiter, dann kam der R8. So, der Victor, der hat jetzt gerade noch eine Idee gehabt, er hat gesagt, komm, nette Strecken, machen wir das, was das Auto am besten kann, nämlich mal ein bisschen ballern. Ein bisschen ballern. Ein bisschen ballern. Victor und ich sind mit dem R8 gefahren, haben mal ein bisschen geballert, haben euch mal ein bisschen angefangen, wieder so Autovideos zu machen. Auch mal einfach nicht nur so vorstellen und sagen, das ist das Auto, das ist das Lenkrad und so weiter, sondern einfach auch so ein bisschen mit Emotionen verpacken oder mit ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, ich bin das erste Mal so in so einem Auto drinne und ich war noch nie beim Rennfahrer drinne, deswegen weiß ich nicht, weil er lächelt schon die ganze Zeit, der will mich hier richtig knechten. Das ist mir auch echt immer ganz wichtig bei den Videos, dass wir euch einfach, dass die Leute, die das anschauen oder ihr, die das anschaut, einfach Spaß bei der Sache habt. Und wir wollen euch da auch entertainen und wir haben auch Victor entertained und es ging ein bisschen in die Hose. Ich hasse dich, immer noch dazu, dass du da den Pass gefahren bist. Jetzt kommt die Kotzszene, schön. Wir müssen leider das Fahrexperiment abbrechen. Victor! Alles okay? Geht's wieder? Ja, ich glaub schon. Fuck, Mann. Ich glaub, das ist, weil ich immer auf den Bildschirm geguckt habe.
Ja, der Victor ist leider nicht so fit, ne? Erst den müssen wir noch ein bisschen abhärten, was das schnelle Fahren angeht. Dann die neue Kamera. Auch ganz wichtig. Eine sehr, sehr nice Investition. Die neue Kamera. Das war eigentlich auch so ein Step, wo man dann mal echt gesagt hat, wir müssen aufs nächste Level kommen. Wir brauchen nicht nur einen guten Cutter oder einen guten Filmer, wir brauchen auch gutes Equipment. So, also haben wir eine Kamera gekauft, die Sony A7S II, sind dann nach München gefahren, haben das mitgefilmt, hatten Spaß da vor Ort. Da meine 2.0er Blende. Damit ihr so wisst, dass wir eine 2.0er Blende haben. Was heißt das? Also hier und hier und hier und hier läuft es richtig, ne? Da läuft es richtig. Da läuft es, Leute. Richtig geil, ey. Und konnten dann danach echt einfach die Qualität steigern. Mittlerweile haben wir schon zwei davon. Also hier ist gerade eine. Das ist die R2 und das ist die S2. Aber ihr seht schon, das kostet Geld und das ist eine Investition. Aber das haben wir gemacht, um einfach für euch noch geileres Zeug liefern zu können. Das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss. Jetzt gibt es noch einen richtig krassen Kamera. Ja, ich weiß. Wie geil ist das denn, ey? Wie so ein Kleinkind, das sich freut, ey. Wie so ein Spielzeug. Ich bin sofort richtiger Experte, Leute. Geht richtig ab bei mir. Ha? War ich schon geil, ne? Ist mega. Bevor wir neue Felgen oder so kaufen, kaufen wir lieber zwei neue Kameras. Genau. Ja, vor den Felgen kam die Kamera. Müsst ihr mal sehen, was ihr für eine Priorität schon habt bei uns, ey. Und dann war es soweit, das nächste Highlight des Jahres. Die 10.000 Abonnenten wurden geknackt. Das mag jetzt vielleicht gar nicht so viel klingen für die großen YouTuber, aber für uns war das schon ein wichtiger Meilenstein, dort erstmal hinzukommen, das auch mal wirklich aufzubauen, so eine treue Zuschauerschaft. Und dann hatten wir auf einmal die 10.000 und dann haben wir uns gesagt, verdammt, jetzt haben wir es geschafft, echt ein paar Leute hinter uns zu bringen, die auch wirklich hinter uns stehen und fleißig die Videos gucken, jetzt müssen wir auch mal was zurückgeben. Und haben ein 10.000 Abonnenten-Special gemacht, wie, ich würde mal sagen, es so noch nicht bei YouTube gegeben hat, denn wir haben gesagt, wir nehmen den RS6 mit 735 PS. Ich weiß, ihr alle steht auf Autos, ich weiß, so gut wie jeder von euch feiert unseren RS6R mit 735 PS. Und kommen zu euch nach Hause. Wir kommen zu euch nach Hause. Wir holen euch zu Hause ab. Holen euch ab. Ihr konntet mitmachen, es haben unheimlich viele Kommentare geschrieben, es war sehr lustig. Wir hatten Spaß bei den Kommentaren, beim Kommentare lesen. Das sagen soll. Und der beste Rennfahrer Formula E und der ADAC GT Master. Das war das Ende. Das war das Ende vom Satz. Das war das Ende vom Satz. Und jetzt kommt's. YouTuberin finde. Also danke, dass ich deine Lieblings-YouTuberin bin, lieber Bruder Zucker. Stattdessen droppe ich hier ein paar sicke Lines. Ich habe zwar keinen Führerschein, doch bin immer am früh erscheinen. Der Abt bietet hier eine geile Möglichkeit, da habt ihr gleich zu weinen. Meine Reime sind so tight, mich sollte man an den Baumstamm teilen. Baumstamm teilen, ja genau. Die Kommentare waren der Knaller. Dann ging es weiter im Text. Ich war in Düsseldorf, habe meine Kumpels Christopher Mies und Niklas Kente nicht besucht. Und der Niklas hat einen geilen Porsche GT3 RS da gehabt. Und war so nett, mich mal damit zu fahren lassen. Das war das erste Mal, dass ich richtig wirklich mit einem Porsche mal ein bisschen geballert bin. Und war auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, ne? Ja, so bist du drauf. Geil, mit dem S da hinten. Steht mir das so? Ja. Zumal der Schriftzug da hinten, RS, auf dem Sitz. Ach, richtig schön. Meine Abend schon.
bisschen besser hier. Er drückt Dschungel an, oder? Dann sind wir mal eben mit einer Cessna, einem kleinen Flugzeug, mit meinem Teamkollegen Fabian Hamprecht. Fabian! Daniel! Ich glaube es nicht. Tankst du jetzt gerade deinen Bomber hier, oder? Mein Vogel. Ja, krass. Ganz spontan, komplett verrückte Idee, sind wir nach Zandvoort zum Rennen geflogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieser Cessna 400. Hier spricht First Officer, Co-Pilot und Swagger Daniel Abt. Er kam an in Memmingen am Flughafen, ich und mein Teamkollege Marco Holzer, wir haben gewartet und hat gesagt, er kommt mit seinem Fluglehrer und kam da an und wir mit unseren Koffern, ja geil, wir fliegen jetzt. Und er war zwar da, aber es war kein Fluglehrer da. Und dann wurde uns schon ein bisschen mulmig. Aber er hat das sehr geil gemacht, es war echt die geilste Anreise zu einem Rennen ever. Es war echt ein Erlebnis, war richtig cool. Hier die besten Eindrücke davon. Natürlich geht es auch mal in Urlaub. Ich war in Mallorca Urlaub machen und habe da das erste Mal festgestellt, verdammt, dieses YouTube, das ist schon auch eine Verpflichtung, weil ihr natürlich auch Content wollt. Ihr wollt ja immer wieder Videos, ihr wollt am liebsten jede Woche mindestens ein Video oder noch mehr natürlich. Und wenn man dann im Urlaub ist, auf einmal hat man keinen Content oder hat einfach muss trotzdem was liefern. Also, was macht man? Man nimmt eigentlich die Urlaubszeit und fängt an, im Urlaub mit zu filmen und Dinge zu filmen und merkt dann, das ist einfach auch viel Arbeit, dieses YouTube. Trotzdem eine Menge Spaß und es war auch ein geiler Urlaub. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Dann eine Nachricht, die sehr, sehr cool war für uns als Formel-E-Team und für mich und für alle Beteiligten. Nämlich Audi hat gesagt, sie kommen in die Formel-E. Audi hat den Einstieg bekannt gegeben, hat sich committed zu dem Thema und wir hatten auf einmal die Audi-Ringe auf unserem Auto, waren in Donington bei dem Vorsaisontest. Victor war das allererste Mal dabei beim Formel-E-Test, hat das erste Mal gesehen und wir haben ein Video gemacht, das sehr gut ankam und wir haben euch auch gefragt, wollt ihr, dass der Victor mit auf die Formel E Rennen kommt, damit ihr Eindrücke habt von dem Ganzen und es hat sehr viele Likes bekommen und ihr wart alle Feuer und Flamme dafür. Was geht ab, Leute, wir sind in Donington wieder zum nächsten Formel E Test, zum letzten sozusagen und heute habe ich mal wieder die Ehre, dass der gute Victor mit am Start ist. Ich bin jetzt hier angekommen und es war gestern in der Nacht um 11, 2 Stunden geflogen mit dem vierten Rucksack. Ja, geil. Zurück zu mir. Er hasst es. Der Timo hasst das. Er will überhaupt nie vor die Kamera. So schaut also der neue Anzug aus. Im Prinzip hat sich nicht so viel geändert. Der Scheffler ist jetzt grün hinterlegt. Viele Sponsoren, die im letzten Jahr schon dabei waren, sind wieder mit dabei. Und ein ganz neuer ist der hier. Und dazu sprechen wir gleich. Dann kam das Thema Nordschleife-Lizenz auf, was natürlich auch sehr wichtig war für mich. Es war das erste Mal, dass ich auf der Nordschleife Rennen gefahren bin im Rahmen der VLN und eine ganz neue Erfahrung und das war sehr spannend und auch sehr wichtig und ich habe die Lizenz bestanden. Auch da haben wir euch natürlich mit Videos versorgt, euch ein bisschen gezeigt, wie sind die Abläufe, was muss man machen, was ist gut, was ist schlecht, eine Onboard mit reingemacht, ein paar ganz kleine Ausschnitte jetzt für euch. Nürburgring! 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 Oh, komm mal nicht raus.
Was geht ab, liebe Leute? Wir sind am Nürburgring. Alle sind heute mal dabei hier. Heute haben wir den Misi, den Raffi und Brück, der ist weg. Und der Brück, der hat sich gerade versteckt. Du musst das Auto kennenlernen, ne? Ja. Ich würde dir raten, mal hier an diese roten Schnur zu ziehen oder an diesen roten Schneid. Mal gucken, was dann so passiert. Ja, ne? Kannst du extra Schuh. Mal machen. Ich geh mal lieber weg. Extra Schuh. Kannst du das machen? Lieber Teilnehmer, herzlich willkommen zum 48. ADAC Barbarossa-Preis. Nachdem dann der Kanal immer weiter gewachsen ist und immer mehr dazu kamen und mehr Views und mehr Kommentare, kam dann irgendwann das Thema Merchandise auf. Und viele haben nach irgendwas gefragt, wollten irgendwas haben und wir haben dann Caps gemacht, die DA Snapback, das allererste Mal, dass ich eine Snapback mit meinem Logo gemacht habe. Und wenn man das dann aufzieht, dann sieht das Ganze so aus. Ne? So. So schaut der Spaß aus. Wir haben noch eine andere Edition. Wir haben noch eine andere. Ist eigentlich jetzt keine andere Edition, aber für alle, die ein bisschen Farbvariation wollen, haben wir noch das gleiche in Rot geholt. Und haben die relativ schnell alle verkauft. War natürlich jetzt keine massive Stückzahl, aber hat mich trotzdem sehr gefreut. Und es freut mich auch nach wie vor, dass ich am Rennplatz oder jetzt in Essen auf der Motorshow, dass ich euch mit diesen Caps rumlaufen sehe. Das ist schon irgendwie sehr, sehr geil. Das freut mich total. Und war auch so ein kleiner Step in Richtung Merch. Mal schauen, was da noch alles kommt im neuen Jahr. Wir haben auch eine Erfindung gehabt im Jahr 2016. Sag mal, wie fandest du das denn jetzt mit diesem Geil? Ja, mit dem Geil? Ich finde das immer geil. Nein. Also ich hab ja im Schnitt bemerkt, dass du halt ziemlich oft geil sagst. Was heißt du, wenn wir irgendwo im Bild ein Geilomat aufstellen und deine Geils einfach mal zählen? Das ist eine gute, geile Idee. Den machen wir jetzt an. Geilomat. Den Geilomat. Der Geilomat ist entstanden, weil ich sehr viel geil sage und das dem Victor aufgefallen ist und dann immer ein Geil mitgezählt wurde, wenn ich das gesagt habe. So, wir haben dann innerhalb von, ich glaube, eineinhalb Monaten haben wir 100 Geils gezählt in den Videos. Also das ging relativ flott, da kam eins nach dem anderen. Geil aus. Geiles Auto, geil, ist geil, ist geil. Geile Konstruktion immer noch mega geil. Ist einfach geil, mega geile Acht. Geile Farbe auch, geiler Design. Richtig geil, wenn man es geil findet, ist einfach geil. So ein Auto ist einfach geil, die muss man geil stehen. Geil gesagt. Geil daran, geil ist, geil gesagt, ne? Geht der Kopf da wieder hoch. Geiles Mikrofon, geiler ist so nicht geiles Slow-Mos. Geil an YouTube, wirklich geiles Auto. Geil und geil. Geile, geil, geiler Typ, geil, geiles Rennen, geil, 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 geil. Turbo ist geil. Geil. Geil? Das ist verdammt geil. Geil. Richtig geil. Zum Geist, ne? Geil. Spider. Geil, Junge. Geil. Geil. Mythos. Ist geil. Mythos ist geil. Ist richtig geil. So geil finde ich. Geil ist geil. Serienmäßig dabei. Ist geil oder so. Geil, oder? Geiler Typ. Richtig geiles Erlebnis. Muss man. Der Geist, mega geil an dem Ding. Richtig geil aus. Wirklich geil. Echt eine geile Kiste, wie der hier dasteht. Geilsten TT auf Malle gefunden. Geiler Tag. Geilste. Geil. Also Bruder. Oh, geil. 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 Geiles Announcement. Komm, geil, oder? Geil. Sehr geil. Wird geil. Das Geiles ist. Sehr geiles Zeug machen. Geile Eindrücke. Ist geil, wenn ihr es geil. Die wollen damit doch. Geil. Das Geile ist ein kleines bisschen geiler machen kann, ne? Geil. Aber geil. Aber sehr geil. Geiler Typ. Geiles, ich hab geil, Alter. Geil, oder? Hardcore. Geiles Teil. Auf jeden Fall. Geiler Auftakt hier. Ein geiler. Oh shit, so viel Geilheit in letzter Zeit, Leute, so viele Geils. Das war der 100. Von dem her, jetzt, ab jetzt, der Geilomat beendet. Wir haben natürlich unser Wort gehalten und Mitte Oktober dann das 10.000 Abonnenten-Special eingelöst. Wir haben uns ein ganzes Wochenende Zeit genommen und sind durch ganz Deutschland gefahren. Hatten drei Stationen, wir waren in Worms bei der Hanna. Sind dann nach Asbach, haben da den Karl und den Matthias getroffen. Und zu guter Letzt sind wir
bis nach Bielefeld hochgedüst, um dort den Tom zu treffen. Junge. Alter. Also das war sehr aufwendig für uns, sehr viel Stress auch, wirklich sehr viele Kilometer zu fahren, sehr viel Sprit, der drauf ging, wir haben übernachten müssen, sehr viel Aufwand wirklich, und den wir haben betrieben, weil wir unser Wort halten wollten und natürlich auch, weil wir uns da sehr drauf gefreut haben. Und was mich da besonders gefreut hat, ist, dass alle drei Stationen sehr unterschiedlich waren auf eine gewisse Art und Weise, also die Personen waren sehr unterschiedlich und alle drei waren super, also super geil einfach, super, es hat super viel Spaß gemacht, muss man echt sagen, weil die Leute so korrekt waren, es war gleich, es war nicht irgendwie so awkward und unangenehm, sondern es war einfach gleich so eine Ebene da, wo ich sage, es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben nette Leute kennengelernt, haben auch ein bisschen was von denen erfahren, ein bisschen gesehen, wie die leben, was da so abgeht. Also ich fand das eine tolle Erfahrung, auch mal einfach so zu fremden Leuten zu gehen und auf einmal im Wohnzimmer zu hocken und einen Kuchen zu essen. Schau mal, das ist meine Begrüßung hier mit Kuchen und allem, also besser hätte es ja gar nicht laufen können bis jetzt. Hannas Kuchen, ne? Also geil, die hat einfach einen Kuchen für uns gebacken. Und das war schon wirklich, wirklich nice. Und es war natürlich auch Spaß. Und wir hatten ein paar schöne Reaktionen. Als wir dann die RS6-Videos hochgeladen haben, mussten wir dann relativ schnell feststellen, dass die sehr gut gingen. Und auf einmal haben die Videos angefangen zu trenden. Also es war wirklich wie so ein Peak an Aufrufen. Und auf einmal hatten wir massiv viele Aufrufe am Tag. Das war einfach exponentiell mehr wie das, was wir bisher hatten. Und das war echt krass. Ich weiß noch genau, ich habe Victor geschrieben und gesagt, was geht jetzt ab? Ich check's nicht. Wir haben so viele Aufrufe bekommen. Es kamen die Abos rein. Also das war richtig, richtig geil, Leute. Das war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, shit, jetzt nimmt das Ganze richtig Dynamik an. Und es kamen sehr, sehr, sehr viele neue Abonnenten dazu in sehr kurzer Zeit. Also kennen natürlich viele von euch wahrscheinlich auch gar nicht das meiste, von dem ich jetzt erzähle. Deswegen ist es auch gut, glaube ich, dass ihr diesen Jahresrückblick seht und dass ihr mal wisst, was wir dieses Jahr alles gemacht haben. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Geil, dass ihr am Start seid. Ich bin wirklich froh um jeden von euch, der den Kanal abonniert hat. Und das war auf jeden Fall der bisher mit der beste Monat auf YouTube, einfach weil wir sehr viel Spaß hatten und weil es sehr, sehr gut nach vorne ging. Was ebenfalls wichtig war, ist ein neuer Hashtag, unser Hashtag des Jahres, und zwar All the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the Way Up ist entstanden, eigentlich aus einer Blödelei heraus, weil wir in Berlin, als es so gut lief, haben wir immer das Lied All the Way Up gehört von Fat Joe. Und dann habe ich immer All the Way Up als Hashtag gehabt. Und irgendwann hat jemand von euch, es tut mir leid, ich habe leider nicht den Namen im Kopf, hat drunter geschrieben All the Way Up. Und ich fand das geil. Und seitdem nehmen wir diesen Hashtag, und auch der hat richtig an Dynamik zugenommen. Weil viele von euch diesen Hashtag mit reinhauen. Ich krieg ständig von euch Snaps, wenn ihr in der Disco seid und es läuft All the Way Up, dann schickt ihr mir Hashtag All the Way Up. Also das habt ihr richtig in den Köpfen. Das ist mega. Das ist echt mega. Und den müssen wir natürlich im neuen Jahr weiterhin verbreiten. Sei es mit Stickern oder sonst was. Wir geben auf jeden Fall Gas, denn wir wollen All the Way Up sein. Beim zweiten Formel-E-Wochenende in Marrakesch durfte ich dann Aiken kurz treffen auf dem Grid. Leute, wir sind gerade auf dem Grid, das Rennen startet und wir haben mega Superstar Aiken hier am Start. That's right. Mega nice, drückt uns die Daumen, ihr wisst Bescheid. For those who don't speak German, he said I'm the best artist ever in the world, I'm a superstar, so remember that. You understand German? Das war das zweite Rennen der Saison und auch das zweite Rennen, an dem wir Victor mit dabei hatten und euch einfach so ein bisschen Lifestyle zeigen wollten. Also auch mal, wie sind diese Städte, was geht da so ab, wie schaut so eine Rennstrecke aus, was passiert da so? Wir haben uns da echt viel Mühe gegeben, ist auch sehr, sehr, sehr aufwendig, auch anstrengend für uns, weil wir schneiden das teilweise, oder Victor schneidet das teilweise nachts. Ich muss natürlich neben dem, sag ich mal, Rennfahrerjob auch wirklich jetzt noch viel mehr vor der Kamera machen, aber wir machen das sehr gerne. Nur, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht,
weil die Formel E-Videos zwar gute Bewertungen bekommen, auch relativ gute Watchtime auf YouTube haben, aber irgendwie nicht sehr viele Aufrufe. Ey, was soll denn das? Wieso schaust du nicht Formel E-Videos an? Du wolltest es doch so. Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil bei dem Video, wo wir euch gefragt haben, wollt ihr das sehen, waren sehr viel mehr, die gemeint haben, ja. Und jetzt im Verhältnis zu anderen Videos haben die Formel E-Videos gar nicht so viele Aufrufe, obwohl sie wirklich, finde ich, qualitativ mit zu den Besten gehören, mit zu den Aufwendigsten, mit die Aufwendigsten sind und echt faszinierende Orte auch zeigen und Dinge zeigen, die ich persönlich sehr spannend finde. Also da wünsche ich mir von euch auch, dass ihr uns entweder Input gibt, was wir ändern sollen, damit ihr das mehr schauen wollt, oder dass ihr einfach mehr schaut, ne? Weil das sind geile Videos. Und wir nehmen natürlich den Viktor mit auf die Rennen und das ist auch finanziell ein Aufwand, weil er muss ja natürlich reisen, wir müssen alles irgendwie organisieren. Und Hotelzimmer, Flug, das kostet alles sehr viel Geld. Und im Prinzip machen wir das für euch und das muss sich natürlich irgendwo auch lohnen. Wenn wir dann auf Dauer sehen, Formel E wird nicht so angenommen oder wird nicht so geklickt oder vielleicht interessiert euch das nicht, dann ist das schade. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ich glaube, ihr müsst da einfach mal auch mal dem eine Chance geben. Klickt da mal rein, schaut euch mal die Videos an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch gefallen wird, denn das sind echt aufwendige, coole Dinge. Wir haben dann auch gesagt, wir müssen ein bisschen Formate reinbringen und haben ein Video gemacht über eine Drohne, die ich einfach mal ausgetestet habe. Weißt, das Grinsen geht ihm nicht aus dem Gesicht. Leute, ihr werdet so viele Drohnen-Shots in Zukunft sehen, Alter, das war so geil. Yeah! 3, 2, 1. Das ist eigentlich so ein bisschen aus Lust und Tollerei entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns mal Drohne fliegen gehen und haben uns den Anlass dann genommen und gesagt, wir machen einfach mal auch ein Format, einfach mal was wiederkehrt, was ein bisschen Wiedererkennungscharakter bekommt und haben Abgecheckt erfunden. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Abgecheckt. Waren da unterwegs und haben auch im neuen Jahr wirklich vor, da noch ein bisschen mehr in diese Richtung zu machen, einfach dieses Format, diesem Format noch mehr Leben zu geben. Also seid gespannt, was wir noch alles so abchecken. Dann kam der Tag der Tage. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Ja! Der TTRS ist da! TTRS war da. Das Auto, das wir lange angeteased haben, über das wir schon viel gesprochen haben, auf das ich mich sehr gefreut habe, auf das ihr euch auch sehr gefreut habt, stand auf einmal auf dem Hof, sogar ein bisschen früher, als das erwartet war. Ich kann ihn sehen. Oh mein Gott. Wollt ihr ihn auch sehen? Okay. Boom! Und ich habe einfach mal einen kleinen Clip gemacht. Den habe ich in dem Fall sogar selbst geschnitten und selbst gefilmt, mal wieder seit langem, ehrlich gesagt. Und bin einfach mal ganz planlos durch die Werkstatt durch und habe dir mal ein bisschen gezeigt, nichts Besonderes. Und dieses Video wurde auch sehr gut geklickt, das hat irgendwie über 80.000 Aufrufe. Also hat mir dann gezeigt, verdammt, dieses TTRS-Thema, das interessiert euch, das macht euch heiß. Das geht nicht nur mir so, weil mich macht sowieso heiß und ich war natürlich mega glücklich, dass der auf einmal da stand. Und ja, das ist auf jeden Fall was ich sehr, sehr spannend finde, wo noch sehr viel kommen wird, wo ihr das erste Mal auch dabei seid, so ein Auto Step-by-Step mitzuerleben. In dem Fall natürlich mein Auto, das natürlich für mich nochmal einen besonderen Bezugspunkt hat. Das ist einfach nochmal was anderes, da hat man noch ein anderes Herzblut dahinter, wie wenn man einfach nur ein fremdes Auto nimmt und irgendwie zeigt. Also das ist sehr, sehr geil. Die Felgen sind drauf, das habt ihr gesehen. Das Prüfstandvideo habt ihr gesehen. Im neuen Jahr, nur mal zu eurer Info, kommt auf jeden Fall noch Sattlerei. Das heißt, wir werden natürlich im Innenraum einiges machen. Die Folierung wird dann kommen. Dann kommt irgendwann die Leistungssteigerung. Dann kommt der Bodykit. Und dann irgendwo davor kommt eigentlich noch ein Fahrwerk. Also es kommen auf jeden Fall noch Themen. Ich will gar nicht zu viel vorhernehmen, aber es wird sehr, sehr nice. Natürlich läuft auch nicht immer alles so, wie man es möchte. Und dementsprechend hat man oft, und das sieht er natürlich nicht immer, wir nehmen es zwar ab und zu rein, weil es einfach die Stimmung ein bisschen auflockert, aber man hat natürlich oft hinter der Kamera, vor der Kamera, man hat Versprecher, man hat Fehler, man flucht vielleicht mal. Also das, glaube ich, gehört dazu, das ist menschlich. Nehmt es uns nicht übel oder nehmt es mir nicht übel. Aber wir wollten euch auch da mal einen geilen, witzigen Ausschnitt zeigen. Viel Spaß. Was los, Digga Asbach? Das war echt so ein Punkt, wo ich es erstmal gedacht habe, wo ich
Sprachfehler 1, 2. Jetzt machen wir das. So, da hab ich das dann so. Blie, blöd. Ja? Bist am Start. Ich bin am Start. Am Start. Einmal hier. Guck mal hier. Scheiße. Links ist 8. Du Sack. Machala, machala. Yalla, mamlach, malach. Abdullah, malach. Ich bleib wahrscheinlich die Felge am Arsch, ey. Wir kommen zurück, das Auto ist aufgebockt auf so Ziegelsteine. Einfach ist, wo ist die Toilette? Und sie... Im Prinzip neuer alter R8. Oder ein alter neuer? Nee. Daniel Löwenherz. Tiger, Junge. Steig doch mal aus. Digga, raten oder beim vorletzten Video. Ja, mit dem düsen wir jetzt ein bisschen. Und soll ich jetzt einfach weitersprechen? Ja, klar. Ja. 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 Boah, kriminell, ey. Halt's ja. Ist nur ein BMW. Ja, Leute, wir haben für euch. Deswegen wollen wir euch heute. Schritt Nummer uno. Ach, Shit. Warum wir gerade euch abholen sollten. Seid unter diesem Video, warum wir gerade. Seid kreativ, hau irgendwas raus. Einfach. Ja, Alter, das ist so gestellt. Schritt Nummer eins. Nein, was du dafür tun musst. Wollen. Es wird wirklich geil. Ich freue mich drauf. Es wird. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich muss überlegen. An der Organisation. Ah ja. Ja klar, das sind doch jetzt alle. Das Mami, ja. Musst du jetzt genau nehmen. Entschuldigung, können Sie woanders parken bitte, weil wir filmen hier gerade was. Danke. Ja, vielleicht wenn er noch Kameraporn macht, gibt es ein zweites Eis. Mach so. Du die ganze Zeit Kameraporn sagst, Alter. Hässlichen Karren da, Alter. Fällt dir ein, ey. Stellt sich einfach vorne hin, wie wenn sie das Chef hält. Oder rum. Alter, der Typ übertreibt mit seinem Snapchat, übertreibt das die ganze Zeit. Hör mal auf. Snapchat, Bitch. Leute, wenn ihr noch ein bisschen mehr Behind the Scenes wollt, übrigens, Snapchat, Daniel_ab1. Dann geht's ab. Das ist schon 5 Meter alter gefahren, ey. So, wollen wir jetzt schon anfangen, ja? Wie beim letzten 8-Video waren wir auch an der Tankstelle. Da denken die Leute, man müssen sich ganz. Da denken die Leute, man müssen sich ganz dicht. Elektrofahrrad, schau. Die Leute sind sogar zu faul zum Fahrradfahren, ey. Das ist aber ein guter Trend im Moment. Aber egal. Arschgelaber. So Leute, das war also unser Jahresrückblick 2016. Ein sehr, sehr geiles Jahr. Viel erlebt. Ich bin sehr dankbar auch für alles, was ich dort erleben durfte, was so entstanden ist. Aber wir wollen natürlich 2017 noch viel geiler machen. Gemeinsam mit euch wollen wir das ganze Thema hier aufs nächste Level bringen und einfach weiter wachsen, euch mehr liefern, besser werden und gemeinsam recht mega übertrieben geil viel Spaß haben. So, was könnt ihr vom neuen Jahr erwarten? Wir werden auf jeden Fall versuchen, unsere Upload-Rate etwas zu erhöhen, noch mehr Content zu bringen. Es ist nicht so leicht, weil es auch immer mit dem Motorsport unter einen Hut muss, aber es ist auf jeden Fall der Plan. Wir überlegen uns, wie wir das hinkriegen, was wir da machen können, damit ihr noch mehr Videos bekommt und natürlich auch noch mehr
geile Videos. Also wir wollen nicht irgendwie die Qualität leiden lassen, sondern es muss wirklich jedes Video gut sein, der Content muss stimmen, es muss euch interessieren, aber wir wollen da weiter Gas geben. Natürlich erhoffen wir uns auch was von euch, nämlich dass ihr weiterhin oder vielleicht sogar verstärkt eure Kritik, eure Wünsche, eure Gefühle uns mitteilt. Wirklich zu den Videos, zu dem, was ihr sehen wollt, zu den Inhalten. Weil das einfach uns besser werden lässt, weil das uns motiviert, weil das uns weiterbringt und weil das uns und euch und diesen ganzen Kanal einfach auf ein nächstes Level bringen kann. Dass wir gemeinsam besser werden und das geht nur mit eurer Mitarbeit, nur mit eurer Hilfe. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Es kann ja auch negative Kritik sein. Es kann ja auch mal was nicht gefallen und so weiter. Das nehme ich oder das nehmen wir absolut an. Das ist immer okay, solange es aber nicht beleidigend wird. Weil ich es jetzt auch schon letzte Zeit mal ein bisschen gesehen habe, dass ein, zwei Leute anfangen, so ein bisschen beleidigend zu werden oder über Dinge zu urteilen, die sie vielleicht gar nicht wirklich verstehen können. Also ich finde, man muss schon ein bisschen ordentlichen Umgangston pflegen. Also ich möchte, so wie ich mit euch rede und so wie ich jeden von euch respektiere, möchte ich, dass ihr diesen ganzen Umgang respektiert und dass dann auch nicht so eine schlechte Stimmung reinkommt oder dass dann Leute nicht versuchen, das zu vermiesen. Ich lösche keine Kommentare, ich lasse sie stehen, aber ich finde es nicht gut, wie manche Leute sich ausdrücken oder wie sie aggressiv im Internet unterwegs sind. Das ist nur ein kleiner Teil. Der überwiegende Teil von euch ist mega positiv, ist mega freundlich und motiviert mich, aber ich möchte das einfach auch mal ansprechen. Genauso wie wir auf euch hören mit gewissen Dingen. All the way up war eine Idee von euch. Die Folierung von meinem Auto beispielsweise, das war ein User-Kommentar von euch, der hat mir auf Facebook in dem Fall geschrieben, hat mir einen Vorschlag geschickt und jetzt mache ich das so. Also wir kriegen alles mit, was ihr schreibt, was ihr sagt, wir nehmen das ernst und wir planen das oder wir lassen das natürlich auch in unsere Videos, in unsere Planung und in all dem, was wir machen, einfließen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr den Jahresrückblick jetzt angeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr, sehr viel Spaß mit den geilen Zusammenschnitten. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und möchte mich zu guter Letzt noch bei ein paar wichtigen Personen einfach mal noch bedanken für dieses Jahr. Natürlich als allererstes bei meiner Familie. Ne, ohne die gäbe es mich nicht. Die haben mir vieles ermöglicht. Vielen Dank dafür. Bei meiner Freundin, bei meinen Freunden, bei meinen Sponsoren, einfach allen im Team, bei der Formel E, bei Bentley, im Motorsport, in der Firma, alle Leute, die wirklich mich unterstützt haben, die hinter mir stehen, die mir auch die Kraft geben, die mir auch mal was abnehmen, die das auch akzeptieren, dass wir jetzt mit der Kamera da rumlaufen und vieles Privates und vielleicht auch vieles aus dem Umfeld einfangen für euch. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ohne euch wäre das alles nicht möglich und werde ich euch auf jeden Fall nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Ich bin raus.